Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Heaven's Hope hier bei meinem auf dem Kanal hier. Ja, ihr wisst ja Bescheid, komm. Vanessa ist auch dabei. Natürlich. Und wir sind fleißig am Ohren sammeln. Weil ein Hobby, was ich als Grufti nie betrieben habe. Auch wenn es klischee-mäßig vielleicht gepasst hat und die Vanessa hat gemeint, ich soll mal versuchen, jetzt die Urne hier noch rauszufischen. Und es geht! Und wer ist sie? Ohne Maulen. Hallo. Wer bist du? Winston. Ich habe hier nur gearbeitet. Lass mich in Ruhe. Okay, der hat übrigens die Stimme von SpongeBob gehabt. Nett. Irgendwie erst nur im letzten Part über SpongeBob geredet. Ja. Allerdings ist der schon ziemlich zerrissen. Scheint so, als braucht ihn keiner mehr. Ich glaube, ach, als Bett ist das noch geil. Seide. Konfisziert. Unser. Yeah. Meins. Und dann haben wir hier noch die Tür. Eine Gruft. Sie ist mit einem Sargdeckel verbarrikadiert. Da ist wohl jemand eingebrochen. So. Aber jetzt ist mir eine Sache aufgefallen. Bei der letzten Urne. Jeder sagt ja irgendetwas. Und der Letzte hat gemeint, er will in Ruhe sein. Jetzt schauen wir uns mal die Gräber an. Das Grab, ganz links. Meinst du das hier? Das ist ein bisschen abgeschottet im Vergleich zu den anderen. Hier liegt Eugene Harold, wie in seinem Schlafzimmer. Meinst du, dass wir die durcheinander würfeln sollen, oder was? Ich kann mir das gut vorstellen, weil... keine Ahnung. Funktioniert's? Auf gar keinen Fall! Ich würde sagen, nein. Okay. War nur eine Idee. Aber die Idee finde ich trotzdem lustig. Auf gar keinen Fall. Nee, mach er nicht. Auf gar keinen Fall. Der will überhaupt nichts. Auf gar keinen Fall. Dann kommt ein Sarg. Oh. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Okay. Deine Grundidee finde ich aber lustig. Und jetzt mal überlegen, wir wollen ja auch noch, das hätte sogar geklappt. Ich weiß bloß nicht, ob das richtig ist. Das ist halt das Ding. Das ist, glaube ich, jetzt wieder Try and Error. Auf gar keinen Fall! Da wachsen Wurzeln durchs Grab! Okay, die sagen uns, wenn sie da nicht rein wollen. Ist die sind wählerisch, glaube ich, so ein bisschen. Danke, ich verzichte. Da will er auch nicht rein. Danke, ich verzichte. Ich finde die Stimme geil. Auf gar keinen Fall, da wachsen Wurzeln durchs Grab. Können wir in ein Grab vielleicht zwei reinstellen? Gar keinen Fall! Da wachsen Wurzeln durchs Grab! Sorry, aber ich glaube, es würde schon funktionieren, weil wir wollen ja den Geist auch eigentlich noch begraben. Und das heißt. Ich versuche erstmal die anderen durch. Das wäre was! Najin, um der alten Zeiten willen? Im Leben nicht du! Das war ein Fehler! Okay. Beziehungsproblem auf dem Grab. Auf keinen Fall wieder dahin! Da wachsen die Wurzeln durchs Grab! So kann man ja nicht liegen bleiben! Das Gestrüpp nervt! Wir sind schon echt ein bisschen... bisschen nervig, die Jungs. Was? Oh. Okay. Okay. Ich will aber Blumen! Was? Die haben wir auch. Ich will aber Blumen. Ja, da ist zumindest eine dran, ne? Vielleicht passt das. Ich will aber Blumen. Ach, dann nehmen wir halt die hier raus. Ich hab eine Idee. Guck mal, wir haben doch die Blumenschale. Vielleicht müssen wir die irgendwo hinstellen. Ah, joa. Vielleicht meint er diese Blumen.
Ja, Blumen. Na gut, das klappt. Aber gern, mach ich das nicht. Oh Gott, ist das eine Grütze? Es ist so herrlich bekloppt halt. Da wachsen Wurzeln durchs Grab. Oh. Jungs, ihr seid anstrengend. Ich wäre... Also... Ich wäre nicht so wählerisch, wenn ich tot wäre, weil ich nicht mehr wählerisch sein kann. Lieber nicht, Schätzchen. Ich versuche mir jetzt wirklich, die irgendwo mit reinzuwurschteln. Lieber nicht, Schätzchen. Komm, du willst es doch. 100 Pro. Nein, der Kerl hat meine Ehe ruiniert. Hey, es war schwupps einfach da. Was? Was war schwupps einfach da? Die Idee. Und Eugene auch. Ich kann da nichts für. Das ist so Panne. Oh, oh Mann. Aua. Nein, der okay, das hatten wir schon. Dann versuch ich mal die hier. Lieber nicht, der ist ziemlich sauer auf mich. Dabei hätte der doch einfach nur mal den Mund aufmachen müssen. Mir war das doch egal. Lass mich in Ruhe. Das ist ein Scheiß. Ich feier das gerade so eigentlich. Der Kerl hat meine Ehe ruiniert. Wer hat denn deine Ehe nicht ruiniert, Mädel? Was war die Idee? Es ist das einzige Mädel und sie benimmt sich auch so. Lieber nicht, Schätzchen. Okay, Oh Gott, ist das Panne. Müssen wir das noch irgendwie schaffen? Auf gar keinen Fall! Da wachsen Wurzeln durchs Grab! Ah, ey, die sind so... Ah! Danke, ich verzichte. Ja, vielleicht da rein, in das Grab. Ey, das ist so Try and Error, das ist... Ich vor allen Dingen, ich raff System nicht. Also die sind irgendwie wählerisch, das haben wir definitiv schon gemerkt. Das geht, okay. Was? Oh. Lieber nicht, Schätzchen. Wobei ich muss sagen, die Urne, wo ja das, die Blumenschale ist, der hat auch noch gesagt, ja, wenn's sein muss. Also auch der ist eigentlich nicht ganz glücklich. Ich denke, wir müssen ihn mit Blumenschale auch woanders hinstellen. Ja, das ist... Aber das ist wirklich gerade... Ja... Ich würde ja auch gerne die Blumenschale wieder mitnehmen, muss ich gestehen, aber... Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Der muss ja da doch wieder rein. Ich hoffe, das ist der jetzt. Ja. Tut mir leid, aber dahin nicht. Ich will aber Blumen! Der macht mich fertig, der Kerl. Der macht mich so fertig. Kann ich die jetzt mitnehmen, oder was? Ah, okay. Geht. Vielleicht in das Grab gegenüber? Ich nehme erstmal nochmal alle raus. Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich will aber Blumen! Das sag ich jetzt drei Tage lang. Und zwei müssen zusammen ins Grab. Das Blöde ist halt bloß, ich muss halt mal rauskriegen, wer Eugene ist nochmal. Das ist Eugene, okay. Sporen, Grünspan und Schimmelpilze. Grünspan und Schimmelpilze, Villa. Hier ist überall relativ viel Grünspan drauf. Ich glaube, Eugene ist auch der mit ihr ins Grab muss. Ich heiße Eugene. Mann. Möglicherweise. Bin noch blöd, ich habe mein Mauspad nicht. Ich spiele gerade auf dem Buch, ich dödel. Jetzt ist besser. So. Auf gar keinen Fall. Da wachsen Wurzeln durchs Grab. Das ist doch eigentlich das, was er will. Nicht. Eigentlich, irgendwie. Die Reihe will er gar nicht. Warte mal. Danke, ich verzichte. Vielleicht auf das nebendran, da ist ein bisschen was drauf. Keine Ahnung. Hier so um den Rand rum, stimmt. Ich verzichte.
Ey, Jung, du nervst. Die sind alle kackwählerisch. Wirklich ums aufs Verrecken. Auf gar keinen Fall. Da wachsen Wurzeln durchs Grab. Ja, wo willst denn du? Der nervt. Auf gar keinen Fall. Da wachsen Wurzeln durchs Grab. Will er vielleicht das, wo gar nichts drauf ist? Also in der vorderen Reihe, das zweite. Das hier? Mhm, aber ich krieg einen Lachanfall, wenn das richtig ist. Feinde, der war da schon mal versenkt, möchte ich meinen. Ich verzichte. Danke, ich verzichte. Der macht mich fertig. Ich glaube, der will bloß da rein, wo die Olle ist. Jetzt müssen wir mal rauskriegen, wo die Olle war. Hallo, wer bist du? Jeanne, das okay. Ist Französisch. Okay, da ist die alte Tunte. Danke, ich verzichte. Ah, oh, ich habe den falsch erwischt. Sieht auch, als ob da ein bisschen Platz ist. So, Eugene, jetzt versenken wir dich da auch noch drin. Danke, ich verzichte. Ah! Warum so widerlich? Fein, wir machen den ganzen Part hier schon. Wobei, ich kann es mir vorstellen, dass die Alte einfach alleine sein will. Hallo, wer bist du? Winston. Ich habe hier nur gearbeitet. Lass mich in Ruhe. Ihn würde ich irgendwie ganz rechts packen. Keine Ahnung. Wirklich ins allerletzte Grab ganz rechts. Ja, ich kann es mir vorstellen. Warum auch immer. Das war er hier. Ey, ich habe einen Plan. Funktioniert das. Ja, wir probieren es einfach nur. Okay, das sieht gut aus. Warte mal, war das sie? War das Jane? Auf gar keinen Fall. Nee. Da war die zweite Jane. Ich will aber Blumen. Die haben sich schon mal vertauscht hier. Auf keinen Fall wieder dahin. Da wackeln die Wurzeln durch Grab. Das kann jetzt nicht sein. Lieber nicht, Schätzchen. Ich würde die Tussi wirklich alleine in irgendein Grab stecken. Keine Ahnung. Das verdienen tut sie das. Weil sie ist nervig. Ey. Leute, das wird wieder hier so. Wir eiern mal ein bisschen rum. Okay. Pack mal die Tussi in das mittlere Grab rein, da mittlere. Oben. Aber. Ich meine, sie lässt sich relativ. Weil sie akzeptiert es wenigstens. So. Dann würde ich die Blumen ins fürs Grab gegenüber machen. Hier? Mhm. Und dann kommt natürlich dieser eine Typ rein, der die ganze Zeit seine Blumen haben der will. Der eine Typ. Ich habe drei Typen. Ich weiß aber nicht mehr, wer Blumen wollte. Ich glaube, er hier. Na gut, aber gern mache ich das nicht. Es bleibt da, so. Und vielleicht jetzt da Eugene rein? Weil Prinzip gegenüber. Keine Ahnung. Blumen. Das Gestrüpp nervt! Ey, die machen mich hier seelisch fertig. Neben Winston? Auf gar keinen Fall! Nachher ist dieser noch ansteckend. Ist ja sowieso schon depressiv genug hier. Ja, lass mich in Ruhe. Okay, die wollen schon mal nicht nebeneinander liegen. Das wäre was! Nadine, um der alten Zeiten willen? Im Leben nicht du! Das war ein Fehler! Die machen mich einfach nur fertig hier! Okay, okay. Und jetzt haben wir nur noch eine Urne. Ja, so weit waren wir aber, glaube ich, sogar schon mal. Jetzt kann sie ja nur noch irgendwo. Auf gar keinen Fall! Da wachsen Wurzeln durchs Grab! Dann will er da auch nie rein. Okay. Doch. Aha, ich habe ein freies Oh, ich krieg... Und alle sind zufrieden. Naja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall kann ich jetzt Agnes sterbliche Überreste in diesem Grab anständig der heiligen Erde übergeben. Und sie kann endlich ihre ewige Ruhe finden. Wir sind gut. Wir haben es geschafft.
Das ist ein schönes Plätzchen. Vielen Dank, junger Mann. Nun kann ich endlich meine ewige Ruhe finden. Und hab ein Auge auf Shona. Sonst komm ich zurück. Wenn's sein muss! Kein Scherz. Oha. Auf jeden Fall sollte Agnes jetzt das Gas in der Mühle freigegeben haben. Leute, ob dem so ist. Nächster Part. Ich bin gerade fertig. Macht's gut. Tschüss.